Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen, Version 2.0. Ich danke mal allen Zuschauern fürs Reinschauen, fürs hin und wieder kommentieren. Der eine oder andere macht es ja mal, ne? Das ist okay. Wer es nicht machen möchte, dann scheint alles okay zu sein. Aber gut, Fehler sehe ich ja selber und so, da weiß ich ja genau, was los ist, was ich machen muss, was ich korrigieren muss, das weiß ich ja. Da hänge ich hinter dran. Ja, allen Dank dafür nochmal, dass wir geguckt haben und ein bisschen verweilt haben und meine Quote nach oben drücken, bisschen, ne? Ja, ne, wir machen immer hier weiter. Wir haben jetzt hier Herbst, späten Herbst und 12 Uhr, Mittagspause gibt's hier nicht. Ja, wir machen weiter und Gelage ein bisschen noch verkaufen und nebenbei verkaufen wir jetzt bisschen unser Lager abverkauft wird an, ne? Ich möchte ja nach Möglichkeit ja, der nicht da, der LKW nicht. Wollte eigentlich zurückkommen. Habe ich den nicht hergeholt. Ja, die Lage ist voll mal, ne? Gut, das macht nichts, so schlimm ist es auch nicht, wir haben genug Lage. So, Käferl ein. So. Da ist er doch. Ich wollte auch eigentlich halt zurückfahren. Wollte. So, Kühe. Was? Da wollte ich gucken. Wie schwer sind unsere Tiere überhaupt? Alles. So. Wer sind denn die Milchkühe? 106. Die 105. 50. Sind unsere Rasse. 1,4 Jahre jung. Die müssen wir jetzt beobachten, wie die zulegen. Die haben 550. Auch 1,4 Jahre. Und da muss ich mal sehen, wegen verkaufen. Und die haben sogar noch mehr. So, die brauchen Wasser und Nahrung. So. Weil ich wollte ja unbedingt gescheuert haben, bevor die ihre Kälber kriegen. So, 0,3, 0,4, 0,7, 0. Naja, wenn die 0,6 Jahre verkauft werden, dann ist es gut. So, Wasser und Futter müssen auch noch heute kriegen. Kriegen sie auch noch, bevor wir die Nacht dunkel wird. Ja, ich werde, na gut, in einem großen Stall. Die weiblichen Tiere können ja eigentlich drin bleiben normalerweise. Aber die brauchen ja 2 Jahre, bis die wieder entsprechend Milch geben. Ne, das dauert ja eine Weile. Das ist ja so, ne? Bei den Kühen, das dauert alles ein bisschen länger als beim Schwein. Was kostet eigentlich so ein Bulle im Verkauf? Wann wird da die besten Preise gezahlt? Also, ne? Das ist, obwohl das in meiner Ansicht egal ist, verbraucht man eigentlich konstant. So. So, Tierhalte. Tierhaltung, ja gut, die sind mehr oder weniger konstant. Jetzt an den ganz guten Preis von der. Das ist im Grunde nicht so dramatisch. Also der Preis, also der Unterschied ist zu groß. So, jetzt haben wir Weizen verkaufen. Und jetzt haben wir Schulden zurück, ne? Ob ich noch ein Feld kaufe, das weiß ich noch nicht genau. Das Rechte, das kostet Vermögen, wenn wir nicht reißen können. Das wäre natürlich perfekt. Obwohl die Soja, naja, ich glaube nicht, dass immer reif wird, ne? Ja, es geht wegen Missionen düngen. Wenn das entsprechend dann gemacht wurde, dann geht die mit Fruchtorte
komplett eine Stufe zurück. Warum das so ist, keine Ahnung. Bei mir ist es egal, ich habe die Mission Geld bekommen, ne? Dann ist es wurscht. Aber ist nicht logisch. Aber das ist schon logisch. Ach, der ist wieder vorbeigefahren. Das wird nochmal lernen. So. Wie gesagt, die erste. Weizen. Und wer zahlt am besten? Und zwar Landhandel Müller. Geht ein bisschen daneben, mal so schauen, ne? Nicht genau hingucken. Das ist ein bisschen irreführend. Ich versuche heute alle Folgen zu machen, weil das klappt dann in der Woche so nicht mit, ach, waren noch zwei Folgen. Da wird irgendwie noch runterkommen, ne? Das wird schwer. Na, wir fahren nochmal eine Ehrenrunde. Das wird so nix. Geht nicht in der Reihe. Der linke Auge zockt schon ganze Tage, mehrere Tage. Nicht cool. Ne, verkaufen, verkaufen. Geld verdienen. Mit Getreide gibt es ja nicht so viel, aber wir haben einen entsprechenden Höhenertrag, ne? Mengenmäßig und so. Das ist, im Prinzip ist es egal, was du verkaufst. Am Ende ungefähr das gleiche bei raus, nur dass man halt bei den größeren Mengen mehr fahren muss. Und dann hast du auch höhere Kosten. Also ich würde jedem empfehlen, wenn ich neu anfange, mit Raps zu beginnen, mit Soja zu beginnen, mit Sonnenblumen, dann selbst mit einem kleinen Anhänger musst du nicht so oft fahren, als wenn du mit einem Getreide machst. Ne? Also ich persönlich fange meist mit Raps an, weil da ist der Arbeitsaufwand nicht so hoch und man verdient vom Preis her ganz gut. Dann haben wir doch verbockt hier, verfranst. Also. Das ist nicht gut. Na? Glück gehabt. Wieder ein Baum. Auch Glück gehabt. So, wer zahlt eigentlich am besten? Das wollte ich mal gucken. Landhandel Müller. 783. Und dann der Getreide geht für Hafer. Es kann sein, dass der Preis hier wieder mal nach oben geht. Aber das muss dann auch egal sein, ne? Will mal schauen, dass die Silo jetzt leer ist. Wird leer bekommen. Nebenbei. Heute Nacht ein bisschen Geld gibt für Silage. Morgen wieder ein bisschen Gülle verkaufen nebenbei. Mist haben wir leider nicht. Da überlege ich mir auch echt einen Stall zu kaufen. Und die Kühe umzustallen. Und die Bullen. Dann macht das sich leichter. Wir haben dann einen besseren Trigger, wir haben dann da ein bisschen, sag schon, Futterstelle. Dann haben wir auch Stroh, Mist zum Beispiel. Dann würde ich da, aber wie gesagt, die Aktion müssen wir machen, wenn wir jetzt nachher im Prinzip
die Maschinen verkauft haben, den Mod-Ordner gereinigt haben, Anführungszeichen. Und wenn ich dann feststelle, oh, jetzt wir brauchen einen Stall, ne, zum Beispiel einen speziellen Stall, dann nehmen wir den rauf. Wenn der dann gut ist, im Grunde fehlerfrei ist, dann darf er bleiben. Und wenn ein neuer Stall Errors verursacht, plötzlich Errors auftauchen, dann wird der Stall wahrscheinlich fliegen vom Mod-Ordner, ne? Denn das bringt ja noch nichts, ne? Rumkommen, ne? Wo das ein Original LKW ist, soweit ich weiß, aber der Anhänger ist nicht original. Also aber die LKWs und Anhänger sind alle ein bisschen, weiß nicht genau, ja, haben merkwürdige Eigenschaften, sagen wir so. Die Fahrphysik stimmt so nicht ganz, gleich mal so ganz vorsichtig. Leer fahren ist immer gut, aber schwer, also voll. Na gut, Anzeige ist 89 Tonnen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also im heutigen Straßenverkehr wäre das so, dass mit Anhänger 40 Tonnen erlaubt sind, glaube ich. Und den gibt es ja so im Original auch nicht mit Anhängerkupplung hinten dran, ne? Den kannst du nur dann einzeln fahren. Mit knapp 60.000 Liter. Also Literangabe in Menge, nicht an. Wer hat jetzt in der Rudel gereicht? Ach, unser Düngerfahrrad. Wollte doch gerade sagen, das ist ja auch satt, ist doch fertig. Kümmern wir uns gleich drum. Bevor wir verkaufen. Zumindest mal freistellen. So, gedüngt ist noch alles, unsere Wiese. Schön, ne? Dann machen wir Silage Ballen in erster Linie für unsere Futtermischanlage. Dann kommen hier ein paar Ställe hin noch und dann ist gut. Zwei Kuhställe plane ich mal jetzt, so ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Und dann kommen die Tiere um. Gestalt. Wo wir auch Mist rauskriegen, weil Mist gibt es gutes Geld für die BGH. Und dann wären wir ja blöd, wenn wir nicht machen würden, ne? So, das war die erste Ladung. Jetzt geht es weiter. Und jetzt haben wir gleich unser Schulden zurückzahlen. Ne? Naja, zahlen wir halt in Zukunft weniger Zinsen. Ne? Das ist ja ein entscheidender Punkt dabei. Weil jeden Tag oder jeden Tag fallen Zinsen an. Kreditzinsen 12.000, ne? Das ist schon heftig. Und jetzt haben wir schon ein bisschen zurückgezahlt, nur 11.000, also fast 1.000er weniger. Aber 1.000 klingt zwar nicht viel, aber über ja, das ganze Jahr, sagen wir so, ne? Das ist schon viel. So, wir haben jetzt 3.000, wir zahlen 100.000 zurück, 2.000 zurück. Das sind noch knapp 100.000 haben. So ungefähr. Ja, und dann haben wir mal sehen. Einnahmen BGH. Also Gülle hat mehr angebracht wie jetzt hier unsere Gär und Silage, aber das wird ungefähr so sein. Einnahme Ernte heute 414 bis jetzt, Gebäudekosten, klar, Baukosten, klar, das sind Lampen, neue Fahrzeuge sind die Förderbänder. Ich meine, gut, mit einem Radlader wollte ich das nicht komplett alles machen, ne? 3 Millionen mit Radlader machen, ne? Ja, das ist so auf Dauer sehr langweilig. So, fahren wir zurück, ne?
Jetzt schauen wir, die LKW jetzt voll ist mit Silage. Gleich wieder verkaufen. Dass wir nach 100.000 für BGA kriegen, ungefähr 100.000 bis 200.000. Und wir machen ein bisschen mit Getreideverkauf unser Konto auch besser. Und damit die Schulden zurückzahlen können, naja, ich glaub's nicht. Ja, mal sehen. Und dann werden wir sehen, dass wir eine Maschinenverkauf bekommen. Vielleicht noch die Woche noch. Außer die brauchen zur Tierfütterung. Ne? Und dann werden alle Geräte verkauft. Das dürften alle Mods sein normalerweise fast. Gut, Düngerschleier vielleicht nicht. Oder Unkopfverdichtungsmaschinen nicht. Ja, dann mal sehen, was wir dann entsprechend zukaufen. Ne? Und dann kaufen wir entsprechend erst im Frühjahr oder jetzt nachher im Winter nach und nach die Geräte zu, die wir brauchen. Wir brauchen ja im Prinzip Traktoren. Von vornherein. Für den Acker brauchen wir schwere Traktoren. Für Überlandfahren ein paar mittelmäßige Traktoren. Ne? Und dann werde ich erstmal nur Originalmaschinen nehmen. Und nur bei Bedarf andere mit zu. Und die dann voraufbringen. Gebäude, ja, einige. Ich meine, die Originalmaschinen von ModHub, die jetzt von Giants kommen, die dürften an sich keine Probleme bereiten. Also normalerweise sind die im Prinzip nicht fehlerfrei, kann man nicht sagen. Das kann durchaus sein. Aber die sind kompatibel, die sollten da keine Schwierigkeiten bereiten. Fremde Mods, die von fremden Moddern kommen, also die nicht geprüft sind oder so, da kann es sein, dass das eine oder andere Mod sich dann beißt, ne? Also die vertragen sich dann nicht. Und das kann man, also das kann man nie ausschließen, weil jeder im Prinzip seine eigene Handschrift hat und anders programmiert. Also da kann es schon mal vorkommen, dass sich Mods nicht mögen. Das kann, muss aber nicht. So, dann mal kurz leeren und dann fahren wir zurück und fahren wir voll machen. Dann können wir das entsprechend irgendwann mal sagen, wir haben voll, ne? So, Tiere müssen wir vorher kriegen. Ja, die Kühe, mal sehen, jetzt haben wir ja, späten Herbst. In knapp ein Vierteljahr kommen die ersten Kälber. Ich meine, die müssen ja nicht sofort über den nächsten Stall. Aber halt später, ne? Sobald die. Es macht sich ja leichter, wenn man es optisch gesehen hat, wenn die männlichen Tiere rauskommen. Ne? Also gut, die erkennt man so auch. Aber ich möchte Muttertiere und Junge, die Jungtiere halt unterscheiden können. Und das kann man am besten, wenn man das getrennt macht, auf Dauer. Bei Schweigen geht es so nur am besten, weil da sind ja ruckzuck aufs Gewicht und dann musst du genau gucken, wie alt die sind und das ist auf Dauer, das dürfte bald erledigt sein, ne? Aber gut, lass mal, ne? So, nächste Fuhre. Schau mal. Der wird man bald, weiter zurückfahren. Was verkaufen wir jetzt? Beziehungsweise ich mache eine Folge zu Ende. Gut, so, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich immer Tschüss aus dem Winkel. Ciao, ciao. Ja, es geht dann gleich. Morgen geht's weiter. Tschüss.